Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock 1. Im letzten Part haben wir ja die Diddletes Wasser gesammelt und müssen jetzt dort dieses Larus-Virus jetzt herstellen, um dort diese, ich sag's jetzt mal, Seuche zu stoppen. Eieiei, vergiss mal noch mal kurz wieder. Zack. Ah, da werden wir erstmal gut begrüßt mit von Butters. Ah, Geld. Nehmen wir gerne an. Müssen wir aber vorher noch die Maschine finden, wo wir das Ganze ja herstellen können. So. Ich bin ja ehrlich, ich habe mich im Vorfeld schlau gemacht, wo man das Ganze herstellen kann. So ehrlich bin ich mit euch, weil ich war ja nicht so 100% sicher. Eieiei. Gehen wir aber erstmal weg. So, ja, genau. Dort in dem Bereich. Ja, Big Daddy unter den ignorieren wir, haben wir ja gesagt in der letzten Folge. So, auf jeden Fall ist es hier in diesem Bereich wieder Chamber. Das heißt, falls wir sterben, kommen wir hier wieder zurück. Das wäre das Gute. Ah, da. Ich hoffe, dass es da ist. Ja, das Lazarus Vector müssen wir hier herstellen. Wir haben alle benötigten Teile. Und jetzt erschaffe den Lazarus Vector. Haben wir ja. Okay. Aber da wurde ja gesagt, ach, geh doch. Am besten, glaube ich, bei Langfords Büro war die Rede, ne? Aber erstmal, zack, geht es hier da. Ich muss mal öfters hier so zu aimen. Nicht andauernd aus der Hüfte. Als wären wir hier bei Call of Duty. Ja, das bin ich auch in letzter Zeit am Zocken. Sage ich euch jetzt einfach mal. Call of Duty World War II bin ich hier in letzter Zeit irgendwie wieder am Zocken. Ich weiß nicht. Habe ich wieder die Lust bekommen. Aber hier soll es nicht um Call of Duty gehen, sondern hier bei Bioshock. Mit den Lazarus Vector, den wir ja jetzt wieder bringen müssen. Jetzt müssen wir wieder zurück. Weil das gut, und das ist das Gute an dem Pfeil. So, kehre nach Arcadia zurück. Ja, das machen wir. Gehen wir zurück nach Arcadia, bringe den Lazarus Vector in Umlauf. Okay. Bevor es Adam gab, konnte man ein Kind nicht besser abrichten als ein Boa Constrictor. Wissen wir Bescheid. Ja, jetzt müssen wir irgendwo das im Umlauf bringen. Und ja. Das muss ich aber auch sagen. Klar, es ist ein altes Spiel, aber das dauert ein bisschen. Aber gut. Das ist jetzt Meckern auf, ja, ich sag's mal, hohem Niveau. Für so ein Spiel. Weil, wie gesagt, das Spiel hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich weiß es. Eieiei. Toll, jetzt werden wir hier auch noch gejagt. So, gesamte Slime. Verbandskasten. Eieiei. So,
Jetzt geht doch mal weg. Eieiei. Eieiei. Wenn mal die ganze Familie da ist, auf einmal. So. Da aus der Ecke. Eieiei. So. Ja, ich vergesse das immer schnell, wie man Waffen wechselt. Bin ich ja ehrlich. Gesundheitsupgrade. Erhöhen Sie. Ja, das machen wir mal. So, Sonic Boom schleudert Kreaturen und Objekte mit einem Energiestrahl zurück. Ich glaube, das reicht erstmal. Wir haben jetzt wieder erstmal ein bisschen mehr Leben. So. Ach, wie gesagt, das muss ich halt auch noch lernen, wie man die Waffen immer wechselt. Wie gesagt, das Spiel, wie gesagt, ich spiele es ja halt wirklich nur einmal in der Woche. Halt wirklich nur, wenn ich es aufnehme. Mäßig Rohr. So, ist da eine Heil? Nee, nur Sicherheitsnotschalter. Jetzt sind wir hier wieder bei Rolling Hills. So. Zack, zack, zack. Batterie. Jetzt müssen wir, glaube ich, da durch. Ja. Hier durch in das Büro. Ja, Langfords Labor, meine ich. Nicht Büro. Ja, komm, nehmen wir nochmal die Zigaretten. So. Alter. Alte Runde und neue Tricks. Hören wir mal. Ja, auf jeden Fall, ne? Gesamtes lonisches Gel. Auto-Hacker. Kontrolliertes Objekt 4. Gummischläuche 4, Batterien 1, Messigrohr. Mhm. Mit Auto-Hackern kann wirklich jeder, auch der technische unbegabteste, elektronische Geräte hacken. Leider sind sie nur jeweils einmal zu gebrauchen. Ja, wow. Also braucht es oder brauchen wir jetzt eigentlich fast gar nicht. Ja, da ist ein Baum. Und erinnert uns ein bisschen an unseren Resident Evil 5 Let's Play, was wir ja letzte Woche beendet haben. Da waren es aber anstatt Bäume Blumen. So. Da war einer. Jetzt ist aber auch schnell wieder weg. $30, 3 Antipatronen und Kerosin haben wir. Freut mich. Luft befeuchtet. So. Setze den Lazarus-Vektor ein. Haben wir. Hör nur, wie das verdammte Ding röchelt und stottert. Wann klappt das endlich? Julies Tod scheint dir als ernste Lektion nicht gereicht zu haben. Vielleicht überzeugt mich das hier. Ryan hat Sonne geworfen. So, durchsuche Behälter nach Beute, okay. Ja, jetzt müssen wir wieder zurück, um
uns die Splicer halt wirklich vom Hals zu halten. Und ja, ich mache mal einen kurzen Cut und ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Und jetzt müssen wir den Weg versperren, während hier alles vor die Hunde geht. So, dass wir halt vor den... So, du musst jene Tür versiegeln, die Langford dir geöffnet hat, als du das Labor zum ersten Mal betreten hast. Ja. Ziel erreicht. So, da ist jetzt auch noch mal eine Tür. Nur Lohnischis. Aber sonst ist da nichts. Sonst ist da nichts weiteres. Ich glaube. Zack. Zack. Eieiei. Nein! Ah, da habe ich mir gedacht, komm. Ja, wer kommt? Eieiei. Zack. So. Jetzt müssen wir die Hanglänge aufhalten von... Zack. Du brauchst nicht mehr viel Gesundheit. Ja. Zack. Zack. Oh. Hier durch? Nee. Ja, wir haben viel Geld, wir müssen aber auch erstmal. So. Ja, dann kriegt das auch mal, ne? Wir gucken jetzt erstmal nach. Nein! Ah! Ja, jetzt ist das jetzt wieder so eine Folge, wo wir wahrscheinlich sehr oft sterben, aber ist egal. Es ist ja nichts anderes. Kontaktminen, Verbandskasten, so, jetzt haben wir auch wieder volles Leben. Wir müssen ja nur die Hanglänge aufhalten. Zack. Nochmal drei MG-Patronen gefunden. So, Foto. B. So. Zack. Himmel nochmal. Wie lange dauert es, diesen verdammten Vektor zum Laufen zu bringen? Ach, tut mir leid. So. So.
kommen wir auch nicht durch. So. So, zack. So, nochmal Eve. Nochmal geholt, kurz durchs Feuer. Ja, das ist das Problem, wenn man sich, wenn ich noch nicht so richtig. Ah, wir haben ja noch eine Schrotflinte. So, jetzt haben wir wieder zu viel Leben abgezogen bekommen. So. So, zack. Ah, Scheiße. Oh, das ist halt wieder, das sind halt wieder so Stellen, die regen mich einfach auf. Na gut, jetzt hat er sich. Zack. Hallo. So. Hä? Hä? Von wem? Von Big Daddy oder was? Wenn ja, warum? Ich habe doch Big Daddy ja so gesehen in dem Sinne ja nichts getan. So, egal, da haben wir nichts. So, dann holen wir uns mal Verband. Kasten. So, wir haben jetzt kein Geld mehr, aber. Alter. Aber wenn du sowas hast die ganze Zeit, dann. So. So. Eve, dann nochmal $3. Hau rein. So, haben wir das jetzt auch mal mit dem Schraubenschlüssel gemacht. Ist jetzt aber auch mal gut. Danke. Ist der Vektor fertig? Auf was wartest du? Drück den verdammten Schalter. Ja, ich bin noch unterwegs. Wieder, wenn da nochmal 10 Millionen Gegner kamen. Ja, wir haben es jetzt doch noch geschafft. Ja, das Problem ist, wenn zu viele Leute da kommen, ich. Boah. So, zack. Setze den Lazarvektor auf ein. Gut gemacht, Kumpel. Atme tief durch und genieße es. Und dann lauf rüber nach Rolling Hills und mach die Taubkugel klar. Nächste Station ist bei Ryan zu Hause. Es ist Zeit für unsere Rache. So. Was sollen wir nochmal machen? Gehe zur Metro Station. Ja, gut. Dann müssen wir dorthin.
Eieiei, wir haben eindeutig zu viel an. Also MG-Munition haben wir. Film haben wir noch. Wir haben aber dafür keine. Ja, nicht mehr so viel an Granaten. Gut, Napalm haben wir noch. So. Und Pistolenmunition haben wir auch nicht mehr so viel. Aber wir haben hier noch unseren wunderschönen Schraubenschlüssel. Rolling Hill. Jetzt müssen wir einfach nur rüber zur Metro Station. So. Haben wir den jetzt auch erledigt. So. Rapture Metro. Andrew Ryan anscheinend noch sehr, sehr, ich sag's mal, pissig und die Musik hat sich gleich geändert, Geschenk. Aber wir hören uns jetzt mal das an, die große Kette. Nett. Auf jeden Fall. Nett. Ja, dann gehen wir noch. Dann gehen wir hier zur Kugel. Verbandskasten. Nehmen wir doch gerne. Haben wir jetzt auch wieder volles Leben. Gehe zur Metro Station. Du hast in diesem Abschnitt nicht alle Little Sisters gerettet oder ausgebeutet. Du brauchst ihr Adam, um mächtiger zu werden. Es wird für dich sehr schwierig werden zu überleben, wenn du weitermachst, ohne dir mehr Adam zu verschaffen. Ist jetzt die Frage, holen wir uns jetzt noch mal dieses eine Addon von den Eien. Wie gesagt, das Problem ist, wir haben sehr, sehr wenig noch von dem Eve zum Beispiel. Wir haben aber jetzt auch nicht mehr so viel Munition. So. Das Problem ist, wir brauchen auch wie gesagt, das Problem ist, wir brauchen halt auch Munition. Aber wir sind halt auch nicht so wirklich stark. So. Deswegen bin ich am Überlegen, ob wir jetzt diesen einen zumindest, den da. Zack. Oh nein! Jetzt sind wir tot. Ah, wir waren so kurz davor. So. Nummer 3. Drei Splittergranaten, aber sie hatte keinen. Hier. Keine Little Sister. Aktenschrank. Ah, da, Verbandskasten sehe ich gerade. Gut, dann würde ich einfach trotzdem sagen, dann gehen wir einfach weiter und gehen mal das Risiko ein.
mit den Little Sisters, also dass wir jetzt nicht alle geholt haben. Ich glaube, wir haben sogar, glaube ich, fast gar keine geholt. Oder zwei höchstens, glaube ich, nur. Aber wir gehen einfach weiter. Wir gehen jetzt einfach mal. Ich mache es aus meinen eigenen Bedenken. Wir haben ja noch einen Speicherstand, sage ich es jetzt mal. Vor uns. So. Ja, ja. Fort Frolic. Dort gehen wir hin. So. Du hast jetzt genug Bestandteile, um ein Objekt herzustellen. Suche jetzt nach einem. Ja. Du bist fast da. Die Tauchkugel, die dich zu Ryan bringt, ist davon. Gehe nach. Ryan hat die Schlüssel zu Fort Frolic einem Kerl namens Sander Cohn gegeben. Cohn ist ein Künstler, sagen einige. Ich sage, er hat einen Dachschaden. Ich habe in meinem Leben alle möglichen Arten von Gaunern, Verrückten und Asozialen gesehen. Aber Cohn, der ist wirklich ein totaler Psychopath. Okay. Fallenbolzen. Explosivschrot. Nehmen wir mal. Ja, jetzt sind wir Fass. Wahrsager. Nehmen wir mal. Eins kannst du mir glauben. In deiner Haut möchte ich nicht stecken. Hast du in einem früheren Leben was Schlimmes angestellt? Okay. Interessant, da haben wir jetzt auch mal den Wahrsager mal gefragt. So. Wo ist unser Schraubenschlüssel? Kann man doch aufmachen, oder? Danke. Upala. Eieiei. Ja. Gut. Das habe ich verdient. Eieiei. Zack. Wir haben es doch gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. So, wir haben es jetzt geschafft. Hätte man eigentlich drauf selber kommen können, aber gut. Erstmal das machen, ne? So, gehen wir aber jetzt mal dort durch. Da müssen wir ja hin. Zu diese Kugel. Und zu. Warum habe ich es kommen sehen? Finde Sander Cohn. Okay. Weird. Auf jeden Fall. Also, ich habe hier unten seit Monaten kein Anzeichen.
Hey. Eieiei. So. Mann. Verdammt. So. Jetzt sind wir dort bei der Wiederchamper wieder. So. Das Schrotflinte. Elektrobolt. Okay. Nein. Wo willst du hin, Schätzchen? Keine Ahnung. So. Mal nochmal eine Explosivgranate. Fleet Hall. Gehe zur Fleet Hall. Zum Fleet Hall Kino. Boah. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, war es von diesem Part hier vom Let's Play Bioshock 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es ist, dann würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr neu auf diesem Kanal seid, dann würden wir uns auch über ein Abo freuen. Dann sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Part, wenn es wieder heißt, Let's Play Bioshock 1.